ist am Leben. Er lebt. Ich fühle seinen Puls. Aber sein Zustand ist kritisch. Er könnte jeden Moment sterben. Wir brauchen Hilfe. Ich will gehen. Ich will einfach nur von hier verschwinden. Sie darf nicht gehen. Nein, warte, bleib hier. Hey, sie vor. Moment mal. Sie dürfen nicht gehen. Ja. Zuerst überfahren Sie ihn und jetzt versuchen Sie zu fliehen. Sie können nicht einfach abhauen. Sind Sie nicht die Besitzerin dieses Juwelengeschäfts? Ja, ja, Sie haben recht. Die Patel. Wie bitte? Ja, das stimmt. Sie ist reiche es. Reiche Leute sind wirklich dreist. Erst überfahren Sie wen, dann laufen Sie einfach weg. Sie übernehmen keine Verantwortung. Aber jetzt kommen Sie nicht einfach so davon. Nein, 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 nein. Moment mal. Didi Patel ist nicht so eine. Habe ich recht? Sie geht nirgendwo hin. Sie wird ihn in ein Krankenhaus bringen, oder? Sie wird sich um ihn kümmern. Oder etwa nicht? Sag etwas. Schon gut. Sie kümmert sich. Mutter, ich meine, jetzt Ex-Mutter. Du musst das doch verstehen. Die rufen sonst die Polizei, das wird dein Image ruinieren. Und die Cops sind ziemlich brutal. Gott weiß, was sie mit einer Frau machen. Hören Sie zu, wir bringen den Mann ins Krankenhaus. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie wird sich sicherlich gut um ihn kümmern. Versprochen. Aber er hat Schmerzen, sehen Sie doch. Ja, klar hat er das. Deswegen nehmen wir ihn jetzt auch mit. Geh zur Seite. Los, noch ein Stück. Bitte helfen Sie mir. Kommen Sie schon. Ja, vorsichtig. Eins, zwei, drei. Siddharth? Ja? Hör mal. Hm? Bitte bring ihn nicht da rein. Ich bitte dich, hör mir zu. Warum? Sein Bein hat sich verhakt. Wir machen es anders. Wir bringen ihn zu mir. Okay. Ins Gästezimmer. Ich rufe einen Arzt, der untersucht ihn dann. Morgen früh geht es ihm sicher wieder besser. Okay, wo willst komm. Du hin? Der trägt sie nicht von alleine. Also hilf mir gefälligst. Jetzt komm schon zurück. Du bist für diese Situation verantwortlich. Du hast ihn angefahren. Also hilf mir jetzt gefälligst. Ich soll... Ja, du, sonst lasse ich ihn fallen, verstehst du? Schon gut, schon gut. Ich kann nichts für seine Unfähigkeit. Ich habe das nicht mit Absicht getan, ja? Ach ja? Trotzdem seid ihr beide verwickelt, egal wessen Schuld es war. Er hätte dabei sterben können, Ex-Mutter, verstehst du? Na los. Hör auf, mich so zu nennen, verdammt. Aber wie denn dann? Mutter? Bestimmt überfährst du mich auch, wenn ich das tue. Dann musst du zwei Menschen nach Hause schleppen. Siddharth, jetzt hör bitte auf damit. Jetzt komm okay. schon. Autsch, komm der schon. Ist aber wirklich verdammt schwer. Warte kurz. Sag mir bitte eins. Warum bist du denn auf einmal so blass geworden? Als hättest du gerade eben einen Geist gesehen. Siddharth, komm schon, jetzt hilf mir bitte. Ich brauch dich jetzt wirklich, okay? Wie? Siddharth, bitte. Okay, okay. Ich weiß, du bist es nicht gewohnt, schwere Sachen zu tragen. Also gehen wir. Vorsichtig! Ganz Vorsicht, langsam. Der Lift! Schnell, sonst schließt er wieder. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Mein Nacken tut so weh. Okay. Vorsicht! Sei leise. Oh, du bist so verdammt schwer. Er kann dich doch gar nicht hören. Okay. Er ist verdammt schwer. Ich weiß, ich weiß. Schnell runter! In letzter Zeit lässt Ihre Arbeitsleistung zu wünschen übrig. Das gesamte Gästezimmer ist schon wieder völlig verdreckt. Was sollen unsere Gäste denken? Ist das für Sie sauber, hä? Nicht mal ich würde mich doch gerne aufhalten wollen. Machen Sie das umgehend richtig. Na los jetzt. Oh Gott. Runter.
Ist sie wieder reingegangen? Ich sehe nach. Ja, ist sie. Bring ihn her. Hierher. Es hilft nichts. Wir müssen ihn in dein Zimmer bringen. In mein Zimmer? Ja. Aber vielleicht legen wir ihn einfach in ein anderes Zimmer. Was meinst du damit? Das war nur ein Vorschlag, damit er ich nicht... Ich habe keine Lust mehr auf dieses Theater. Ich werde jetzt gehen. Hier. Hör mir zu. Du bist jetzt still. Psst, psst. Jetzt heb ihn hoch. Los. Er kommt in mein Zimmer. Komm schon. Himmel, Herrgott. Komm hoch. Vorsichtig. Komm. Gehen wir hier lang. Au. Hier lang. Mist. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Wir können wirklich froh sein, dass niemand mehr hier oben war. Das war mehr als nur knapp. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Findest du nicht, Mutter? Entschuldige. Ich meine natürlich Ex-Mutter. Hör damit auf, mich so zu nennen, verdammt nochmal. Der Arzt ist hier. Aber hast du ihm etwa nicht gesagt, er soll nicht klingeln? Oh, sollte ich? Mein Fehler, tut mir wirklich leid. Das ist doch unglaublich. Darüber reden wir nicht. Jetzt geh schon. Ich will nicht, dass jemand anderes die Tür öffnet. Doktor, was machen Sie denn hier? Ich bekam einen Anruf wegen des Notfalls. Aber hier sind alle in Ordnung. Das muss ein Missverständnis sein. Meinen Sie? Sid? Ja? Verstecken Sie sich? Nein. Siddharth? Hier lang. Ganz schön neugierig. Wer ist denn verletzt? Mom. Meine Ex-Mutter hatte einen klitzekleinen Unfall. Es ist nichts Schlimmes. Ihr wisst doch, dass sie ständig über irgendetwas stolpert. Macht euch keine Sorgen. Der Doktor ist hier. Sie wird schon wieder. Mom, bist du verletzt? Lass mich sehen. Nein, ganz ruhig. Bitte, gehen Sie zur Seite. Ich werde Sie untersuchen. Ja, bitte, kommen Sie in mein Zimmer. Ja, gehen wir mal. Roshni, du musst dir wirklich absolut keine Sorgen machen. Es ist nur ein vorsorglicher Besuch des Arztes. Siddharth, kommst du mit? Ja, aber sicher. Okay. Gute Nacht, schlaft gut, süße Träume. Gut. Versteht ihr, was das ganze Theater soll? Wie kommt es, dass diese beiden Streithähne zusammen sind? Unglaublich. Siddharth? Ich habe ihn untersucht. Er scheint vorerst stabil zu sein. Aber das heißt nicht, dass er nicht doch verletzt ist. Ich muss ihn genauer untersuchen, in meiner Praxis. Morgen müssen wir ein paar Tests durchführen, um sicherzugehen, dass er keine inneren Verletzungen hat. Und Ma'am, das Ganze ist heikel. Sie haben die Polizei nicht verständigt. Ich riskiere meine Zulassung. Ihm geht's ganz gut. Lassen wir ihn schlafen. Mhm. Morgen bringen Sie ihn ins Krankenhaus und informieren die Polizei. Doktor, gibt es keine andere Möglichkeit, ihn zu behandeln, ohne gleich die Polizei zu involvieren? Denn ich regel so etwas gerne selbst. Nun, auf jeden Fall muss jemand die ganze Nacht bei ihm bleiben, Madam. Wenn Sie wollen, kann ich eine Schwester organisieren. Nein, nein, ich mach das schon. Ich kann das. Ich habe nur eine Bitte. Egal, was passiert, meine Familie darf auf gar keinen Fall etwas von diesem Vorfall erfahren. Ja, das wäre mir wirklich äußerst wichtig. Keine Schwester? Sicher? Ja, sicher. Nun ja, dann eben nicht. Okay. Ich bring Sie zur Tür. Danke. Bitte. Warum seid ihr immer noch wach? Es ist alles in bester Ordnung. Doktor, was ist mit meiner Mutter? Nichts ist mit mir. Er hat gesagt, ich hätte überreagiert. Wirklich zu peinlich, ja. Sie ist absolut in Ordnung. Sie sollte sich nur etwas ausruhen. Gute Idee. Okay, ich gehe jetzt. Danke, Doktor. Danke. Also dann, ruh dich aus. Du brauchst dringend deinen Schlaf. Und ich auch. Danke. Gern geschehen. Ah!
entschuldige. Warte kurz. Mom, wieso sitzt? Was ist hier los? Geht es dir morgen besser? Ich will einfach nicht, dass dich hier jemand sieht. Halt! Stopp! Stopp, Security! Mom! Ganz ruhig! Wer sind Sie? Ruhig! Stehen bleiben! Mom! Ich sagte ruhig, ich tue Ihnen doch nichts. Ganz ruhig, gib mir das. Denn in diesem Haus? Wahrscheinlich waren Sie betrunken. Wie kann man nur so viel trinken, dass man nicht mehr weiß, wie man in ein fremdes Haus gekommen ist? Sagen Sie es mir. Haben Sie mich geschlagen? Onkel! Was ist passiert? Da ist er! Hey, wer sind Sie? Ich werde... Hey! Oh, 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 Mist. Ich bin hier. Sie? Wer sind Sie? Ha? Warum denn? Warum haben Sie mich denn hergebracht? Warum? Erkennst du mich nicht? Nein. Ich erinnere mich nicht. Wie kann er hier sein? Mom, was passiert hier? Wer ist das? Wie kommt er in dein Zimmer? Was ist denn hier los? Bitte warte kurz. Oh, mein Kopf. Es geht dir also gut. Oh. Moment mal. Mom! Vector, sagen Sie, haben Sie mich etwa angefahren? Haben es Sie das, hä? Es ist nichts passiert. Niemand hat dich verletzt. Was habt ihr nur mit mir gemacht? Ihr habt mich gewaltsam hergebracht. Ihr habt mich einfach entführt. Niemand hat dich entführt. Niemand hat dich entführt. Halt den Mund! Sei still! Setz dich hin! Setz dich hin! Na los! Na los! Ich will kein einziges Wort mehr von dir hören. Klar? Kesa, ruf den Doktor und gib mir das andere Telefon. Kannst du dich für eine Sekunde beruhigen? Bitte, bitte, nein. Bitte, bitte setz dich. Ich hab gesagt, setz dich! Sedat, kannst du bitte herkommen? Wenn du Zeit hast, komm bitte schnell her. Bitte, bitte. Okay. Roshni, ich werde dir alles in Ruhe erklären. Bitte gib mir etwas Zeit. Bitte, mein Schatz, bitte. Trink etwas. Langsam. Bleib einfach still sitzen. Er sollte jetzt etwas schlafen. Okay. Er leidet an Gedächtnisverlust, ausgelöst durch den Unfall. Er erinnert sich an nichts. Sie müssen noch vorsichtiger mit ihm sein.
Und diese Tabletten hier sollten Sie ihm geben. Okay. Ich muss jetzt los. Danke. Gern geschehen. Vielen Dank. Danke, Sir. Schönen Tag. Moment. Wer hatte den Unfall? Du oder... Nein, warte. Du bist verantwortlich für seinen Unfall. Mom! Geht das bitte auch etwas leiser? Sedat, ich denke, wir sollten ihn doch in ein Krankenhaus bringen. Dort kann er sich erholen. Die Leute dort können sich viel besser um ihn kümmern, als wir das hier können. Gut. Aber Mutter, was sagst du denn da? Wie kannst du auch nur daran denken? Sei doch froh, dass er sich an nichts erinnert. Er weiß nicht mal mehr, wer er selbst ist. Er hat alles komplett vergessen und liegt in deinem Haus, in deinem Bett. An dem Tag, an dem er sich erinnert, dass er einen Unfall mit deinem Auto hatte, wird er sofort die Polizei anschalten. Das ist doch offensichtlich, oder etwa nicht, hä? Und dann musst du dich mit der Polizei, einer Gerichtsverhandlung und dem ganzen anderen Mist herumschlagen. Aber wenn du das willst, Gott weiß, was dann passiert. Nein, der geht nicht zur Polizei. Der wird niemals etwas gegen die tun, oder? Ich sag dir eins, nicht mal Berühmtheiten können sich vor eine Anklage wegen Fahrerflucht drücken. Die wird der Strafe genauso wenig entgehen können. Ach. Ich schlage vor, ihr behaltet ihn lieber hier bei euch im Haus. Aber wenn du so unbedingt ins Gefängnis willst, dann kann ich dir nicht helfen. Da kann ich leider auch nichts machen. Ich halte dich nicht auf. Das ist echt nicht mein Problem. Ich misch mich nicht ein. Wäre ich noch dein Schwiegersohn, dann vielleicht schon. Mom, warum hast du das denn alles nicht schon gestern Nacht erzählt, hm? Vertraust du mir nicht? Danke, Sedat, dass du Mom geholfen hast. Ich denke, Sid hat recht. Wir sollten besser kein Risiko eingehen. Er hat recht, Mom. Es geht ihm nicht gut. Lass ihn hier bleiben. Wenn es ihm besser geht, kann er gehen. Alles andere wäre zu riskant. Nein, schon gut. Wenn ihr alle meint, es ist besser so, dann bleibt er hier. Super. Ist ja fantastisch. Also wenn hier alles soweit entschieden ist, dann sollte ich mich besser auf den Weg machen. Bis dann. Sedat? Ja? Danke. Du hättest mir zwar auch gestern Abend schon danken können, aber egal. Besser spät als nie. Kein Problem. Wir sehen uns ja jetzt sowieso täglich. Aber warum denn so schockiert? Mach dir keine Hoffnung. Ich komme nur wegen des Patienten. Bis dann. Viel Spaß. Mom, ich bin auch spät dran. Wir sehen uns heute Abend. Ja, mein Schatz. Also bis dann. Ich verstehe einfach nicht, was hier eigentlich los ist. Didi, was denkst du, sollen wir denn jetzt tun? Ach, gar nichts. Wir müssen wohl abwarten. Wenn es ihm besser geht und er sich wieder erinnert, wird er sofort nach Hause gehen müssen. Ach, Didi, willst du dir das wirklich antun? Was soll ich denn machen? Roshni zuliebe muss ich es ertragen. Wir alle hier müssen für ein paar Tage damit leben und damit klarkommen, versteht ihr? Wir müssen nur sicher gehen, dass niemand erfährt, wer er wirklich ist. Aber dann sag ich die Party heute besser ab. Bist du verrückt? Wir brauchen neue Aufträge. Ach. Wir können die Party nicht absagen. Aber was ist mit dem... Kesa, verstehst du mich denn nicht? Die Party findet statt. Wir verhalten uns ganz normal, als ob gar nichts passiert wäre. Wir lassen unser Leben von ihm nicht beeinflussen, verstehst du? Wir müssen nur unbedingt auf zwei Dinge achten. Ihn immer im Auge behalten. Und dass Roshni auf keinen Fall herausfindet, wer er wirklich ist. In Ordnung, wie du willst.